Rudern wird bezahlen, aber das kann er nicht, solange wir hier drin sitzen. Also raus. Wir kümmern uns da auf unsere Weise drum. Ja, ich habe jetzt gerade Prinzipien treu gewürfelt und das geschafft. So, ich gehe jetzt eigentlich nicht, Prinzipientreue oder? würfelt man nicht, da hält man sich dran. Ach so. Aber ist das nicht, um man gegen meine Prinzipien treu zu Was hast du denn für eine verstößt, Prinzipientreue? das warte, lass mich lügen. Aber ich unterwerfe mich treu aus den 12 Göttern. Und wenn die Inquisition sagt, bleib mal hier, dann mache ich das. Die Inquisition ist nicht 12 Götter. Hat nichts mit Preios zu tun. Ja, okay. Offensichtlich ist der Inquisitor nur der Schoßhund für den Admiral, wie auch immer er den vor sich hertreibt. Das kann also wohl schlecht mit Preios Gerechtigkeit zugehen. Bin mir sicher, das wird von gegebener Stelle geklärt werden. Aber bis dahin können wir es uns nicht leisten, hier rumzusitzen. Also, kommt. Ah. Schließlich bin ich euer Kapitän und nicht Rudan von Mendena. Ja. Monsieur, Tempus fugit. Ah, ich schließe mich an. Ich sehe aber sehr, sehr unzufrieden dabei aus. Und dann geht's hoch. Ja, du Wo ist die siehst, wie Waffenkammer? die Soldaten in der Wachstube stehen. Alle haben ihre Armbrüste erhoben, auch mit eingelegten Bolzen und schauen euch misstrauisch an. Meine Herren? Habt ihr eure Waffen wieder? Die Waffenkammer? Unten im Lagerraum, da seid ihr dran vorbeigegangen. Einen Moment. Der Schreiberling, mit dem eben auch Abelmir Jan Morenis? Morinis? Morenis gesprochen hat, führt euch dann in die Lagerräume und kann euch dann nach und nach eure Rüstung aushändigen, die Rucksäcke mit den Sachen, die ihr gepackt hattet. Ist alles da, bis auf Geld, Bargeld, was ihr mitgenommen hattet, das ist wohl verschwunden. Natürlich hat er sich das selbst in die Tasche gesteckt. Der Na Ring gut. von Jalan fehlt übrigens auch. Hier war ein Ring, wo ist der? Ach so, ja. Sind meine Ringe dort? Reto, hol ihn raus. Ja, der Mann, der eben ihn abgelöst hatte, greift dann in seine Tasche. Kannst auch sehen, wie er wohl noch ein paar zwei Diamanten ebenso hat und sucht dann den Ring raus, gibt ihn dir und die anderen zwei Diamanten steckt er wieder ein. Meinen Ring hätte ich auch gern so. Achso, das ist der mit dem Raben drauf? Ja, ich habe auch mal das Ring. Achso, hier. Ich habe keinen Adelsring, ich habe einen von der. Egal. Ihr solltet euch eines solchen Dinges nicht einfach so bemächtigen. Es könnte ungesund sein, wenn diejenigen, die sie ausgeben, herausbekommen, dass ihr sie habt. Wollt ihr mir jetzt noch eine Standpauke halten? Ihr seid doch die, die hier saßen. Natürlich. Meine Herren? Ja, verschwindet, Wohl sonst gehabt müssen wir euch euch. doch noch erschießen. Ja, die ganze Und dann Zeit geht's los. Trondvik blabbelt wohl irgendwas von Pflanzen, von Vereine, den drei Schwestern. Du weißt nicht genau, was er mit den drei Schwestern meint, wohl irgendwelche Göttinnen, die er da anruft und um Entschuldigung bittet. Ich meine, der Drei-Schwestern-Orden wird wohl bekannt sein. Ich. Den Warte, gibt gibt's es den schon? noch Oh, nicht. Der wird noch okay, haha. gegründet. Der wird noch gegründet. Ja, und dann könnt ihr aus der Schinderburg fliehen. Na, also könnt da dann euch entlang des Oktagons wieder entlang schleichen, durch die Lagerhallen hindurchpirschen und auf der anderen Seite, wie selbstverständlich, an den Seesoldaten herausgehen, als ob nichts wäre. Denn, naja, das sind die Leute, die euch schon kannten. Mit denen hattet ihr ja erst vor 2 Stunden gesprochen, da wart ihr ja angemeldet. Hatten wir eigentlich immer die Krause abgenommen? Da wurde natürlich auch Schlüssel rausgeholt. Die hatte dann ja alle ja, Morenis an seinem Schlüsselbund und dann wurde dir selbstverständlich auch der Eisenkragen abgenommen. Cool. Ja, etwas später könnt ihr euch dann im Hotel Kaiser Reto direkt gegenüber vom Praios-Tempel, direkt neben dem Hort der Hesinde, könnt ihr euch dann in einem Herrenzimmer ja, unterhalten. Große Pfeifenlounge, wenn man so möchte, ein paar andere ja, Edelmänner, die hier sitzen und schmökern, irgendwie gerade im aventurischen Boten die neuesten Nachrichten lesen. Einige Jagdtrophäen, die hier an den Wänden hängen. Und ja, hier könnt ihr euch das dann etwas gut gehen lassen. Ein Lagerfeuer, was hier wohl entzündet ist und gegen die beißende Kälte von draußen ankämpft. Und ja, jetzt sitzt ihr hier wohl und
Sitzen? Wieso sitzen? Nein, wir hauen sofort ab. Wir können nicht abhauen. Wir müssen erst noch warten, bis die Hauptleute mit der Verstärkung zurückkommen. Wenn die uns hier finden, töten die uns. Der Oberst wird einfach nur sagen, dass es aktuell nicht zurück ins Harzdener geht, weil, naja, da wissen ja die Leute, dass man da untergekommen ist. Das ist die Begründung, warum ihr nicht ins Harzdener zurückgegangen seid. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Ist es nachts? Nee, ich hatte gesagt, 8 Uhr plus 2 Stunden, das hattest du ja ausgewürfelt. So, okay. Also wir haben es jetzt irgendwo kurz vor 12. Kurz vor 12 ist es so. Und wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können still und heimlich aus der Stadt fliehen. Und zurück auf die Arche begeben. Nachricht ausgegeben wird. Zurück auf die Arche gehen und wieder nach Kunchum fahren. Dann wird man uns definitiv als Reichsverräter brandmarken, ganz egal, was Nimrod sagt. Das haben sie jetzt schon. Abwarten. Deswegen wollte ich ja nicht fliehen. Monsieur, ihr seid tot. Weil die Toten für gewöhnlich ihr volles Ornat mitnehmen, wenn sie sterben. No, no, no. Denkt an, was dieser Wachmann erzählt hat. Ihr seid auf der Flucht erschossen worden. Doch gibt es keine Leichen. Also werden sie nicht alles glauben. Ich vermute, die werden 4 Piraten oder so anziehen. Oder nicht mal anziehen, sondern einfach nur 4 Piraten die Armbrustbolzen reinjagen. Für Dukaten tun die Leute alles. Möglich, doch wir sollten uns nicht darauf verlassen. Wir könnten natürlich auch gegen das Verhalten des Reichserzadmirales Anspruch einlegen. Ich würde mal sagen, wird Zeit, dass Avon Nordvolk von Moosgrund den Admiralsposten übernimmt. Aber was weiß ich schon. Aber die Reichsregierung durchwechseln kann nur ihre amtierende Majestät die Reichsbehüterin und die ist sehr weit weg. Und die hat doch andere Sorgen. Einen Brief. Richtig. Wir werden also schlecht nach Gareth reiten können. Entsprechend. Luchte. Sanin ist auch trotz Suche weitergefahren und hat göttergefällige Aufgaben übernommen. Wird sogar unterstützt. Hoffen wir, dass Nemrod uns den Rücken deckt. Gut. Mein. Das, was von vorne rum von Armando Laconda Davania gespielt wird und hinten rum dann wieder von Nemrod, ist doch die eine und die andere Sache. Ich hasse diese Heimlichtuerei. Ist dir das? Naja, ich bin nicht umsonst bei der als Soldat Oberst geworden. Da gibt's einfach den direkten Weg und keine Intrigen. Nun gut, wir verlassen die Stadt. Schlagen wir ein Lager auf, geben den Hauptleuten 2 Tage Zeit und schicken einen Boten zu ihnen, der sie über unsere Lage informiert. Ich hätte gern irgendwie, bevor wir gehen, Winterkleidung. Das sollte sich einrichten lassen. Allerdings haben wir kein Geld mehr. Euer Völkerboden? Jalla? Euer, Seniorigkeit? Signorino, natürlich. Bedenkt noch euer Ehrenwort gegeben über den Markgrafen. Natürlich wird seine Erlaucht selbstverständlich mitkommen können. Ich fürchte allerdings um seine Sicherheit, wenn wir in der Stadt verweilen. Um seine und unsere. Ich kann unsere Pferde kann ich holen. Und wir können reiten. Nun, da wir als Seeleute zu Fuß unterwegs sind, wird das nicht nötig sein, aber vielleicht für einen Mann eures Standes trotzdem angemessen. Aber wenn wir jetzt fliehen, brechen wir ganz sicher jede Brücke zwischen uns und der Praios-Kirche. Zumindest offiziell. Wenn wir das wirklich tun. Ich beiße mir mal ganz hart auf die Zunge und schweige. Mir wäre es immer noch lieber, wenn wir uns Preußkirch übergeben und auf einen gerechten Prozess hoffen. Als Piraten oder was? Als Leute, die Rudern von Mendena auf die Füße getreten sind. Richtig. Wir sind schließlich offiziell sanktioniert. Nur nicht von der Seite, die er gern sehen würde. Magister Gorbos, wenn ich das richtig verstanden habe, dann seid ihr nicht mal adelig, oder? Nein.
Habt ihr nicht mal das Recht auf die Guillotine, dann werdet ihr nicht mal den Kopf verlieren, sondern werdet ihr wie ein räudiger Hund gehängt. Nicke. Er klopft ein bisschen Jalan auf die Schulter. Ihr habt das Glück, dass ihr den Kopf verlieren dürft. Das geht schnell. Herzlichen Der Adel ist Glückwunsch. dem Gemeinen noch im Tod über. Ihr seid ja auch ein bisschen aus der Haut gefahren, habe ich das Gefühl. So, da Habt ihr denn drüben. gehört, was der gesagt hat? Natürlich habe ich. Händler! Händler hat er mich genannt! Sogar Feistenhändler aus Kunchop. Kommt noch dazu! Immerhin habt ihr ein Kontor. Macht mich noch lange nicht zu einem Händler. Nein, wahrlich nicht. Euch brauche ich jetzt echt nicht, Garenor. Könnten wir uns bitte auf die Probleme vor unseren Augen konzentrieren? Dass Wenn wir jetzt wir. zur Preiskirche gehen, sagt uns Herr Konda, der war ja einfach wieder heim und wir sind geliefert. Er ist offensichtlich aus irgendeinem Grund nur der Schoßhund von Rudan, warum auch immer. Ich würde mich Wahrscheinlich auch nicht erkauft. gerne hier der Preuerskirche stellen. Ich würde es vorziehen, dies in Gara zu tun. Wir werden mit Fürchte Preyers reden und der wird uns sicherlich den rechten Weg weisen können. Würde annehmen, dass er euch vermutlich gefangen nehmen möchte, wenn er das im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt. Da wir Aber wenn. pflichtig sind und er Priors geweiht. Mit Priors Gesetze durchsetzt. Wir sind momentan unsere Festnahme, sowie die Herren das darstellen, unsere baldige Exekution. Offensichtlich ist unsere Fechtenhessen aber nicht rechtens. Richtig, ja, deswegen würde ich ja auf den Prozess hoffen. Ich habe euch gesagt, wollte ich ein Büro geweihten. Alternativ könnt ihr ihm auch einfach die Perlenwacht übergeben. Ihm! Ich glaube, das wäre dasselbe wie dem Feind, das Schiffszeug zu geben. Es gibt einen Grund, warum man die Toberische See die Piratenküste nennt. Und er liegt darin, dass Rudern von Mendena keinen Stich tut. Dass selbst Leute wie Sarnin es vorziehen, als Reichsverräter zu gelten, statt seinen Befehlen zu folgen. Wir hätten Das ist eine ja sehr dritte stolz auf Option. seine Und ihr Orden. kennt Sarnin. Sarnin macht so etwas nicht leichten Herzens. Die dritte Option wäre, die Eichen zu vernichten. Und dann steht die Naja, Anklage immer noch. Sahni war selber mal Reichsgroßadmiral. Muss man schon ziemlich tief sinken, wenn man von einem Reichsgroßadmiral dann, naja, das heißt, gekündigt wird. Wird in den Ruhestand abgeschoben und dann wird man auf seine alten Tage. Wie alt ist der Typ eigentlich? 80? Ich weiß es nicht, Habe ihn noch aber er ist nicht sehr gesehen, alt. aber ich glaube, der ist ja schon so ein bisschen älter. Und mit 80 wirst du dann nochmal gesucht, und zwar von der gesamten Perlenmeerflotte. Ist nicht mehr so viel übrig, aber. Und trotzdem hat er mehr Dämonenarchen getötet als die gesamte Perlmeerflotte zusammen. Da sieht man mal, wo die Prioritäten dieser Mittelländer liegen. Nicht auf der richtigen Seite. Prioritäten des Reichserzadmirals auf jeden Fall nicht. Da habt ihr wohl recht. Monsieur, ich. Nein. Wenn überall Dämonen herumkreuchen und fleuchen, dann jagt er jemanden, der gegen die Dämonen kämpft. Also wirklich, die Zeichen sind doch eindeutig. Und wie viele Schiffe hat euer Anfang noch gleich in die blutige See entsandt, zum Kampf gegen die Heptarchen? Helft mir, ich komme gerade beim Mitzählen nicht nach. Hat jemand um Hilfe gebeten? Monsieur, Monsieur, bleibet ruhig. Ich bin etwas verwirrt. Was soll ein Admiral mit einem Schiff? Er hat doch genug Schiffe. Es ist kein Schiff. Erstens ist es kein Schiff, obwohl es über Wasser geht. Und es gehört nicht dem Admiral, obwohl er das gern hätte. Es geht über Wasser. Es geht über Wasser. Klärt mich bitte auf. Na, kannst du schon mal eine Geschichtswissenprobe werfen? Du kommst von der falschen Küste, ich gebe dir eine Erschwernis von 5 Punkte, aber vielleicht hast du auch schon davon gehört. Ich gehe einfach mal davon aus. Auch im Horasreich sind die borbradianischen Feldzüge nicht ganz ungemeckt. Gehst du oben bei Talente? Ach, du hast schon, okay. 3 plus 5? Ja, nicht gemacht. Okay. Ja, doch, reicht. Erschwernis ist drin. Ansonsten könntest du über den Modifier auch unten links neben der Box, da könntest du eine plus 5 eintragen. Aber wir können das auch so selbst einrechnen und da steht ja auch drin, dass die maximale Erschwernis 6 ist. Also du kennst die Geschichten der Dämonenarche. Aber jetzt alternativ wird dir Jalan oder die anderen erzählen, was sie da so an Land gezogen haben. Ist eine Dämonenarche. Ein Baum, über das Wasser läuft. Halb Dämon und halb Gewächs. Wie es scheint, habe ich mich auf die falsche Seite gestellt. Ihr wandelt mit Dämonenarchen? Schritt so ein bisschen zurück.
Wir kontrollieren sie. Schlagen die Heptarche mit ihren eigenen Waffen. Dann ist es heutzutage das Einzige, was hilft. Da glaubt ihr dran, dass ihr eine Dämonenarche kontrollieren könnt, oder kontrolliert sie euch? Wir glauben nicht nur dran. Wir tun es. Und wir haben schon andere Eichen getötet. Wir verrichten das Werk der Götter. Da, wo es... Mit Dämonen. Halbdämonen. Das ist Haarspalterei. Möglich. Dämonen sind nichts weiter als Werkzeuge. Was wirklich wichtig ist, dass die Paktierer sterben. Und von denen haben wir, wissen die Götter, bis heute genug über das nirgendwo mehr gebracht. Wir müssen meine Töchter da rausholen. Piranjane und Celeste. Und das werden wir, sobald das sicher möglich ist. Und bis das möglich ist, kann die Eiche auch nicht sterben. Ansonsten würden sie wahrscheinlich mit der Eiche sterben. Was? Ganz recht. Mit der Eiche sterben? Nein. Sterben sie, stirbt die Eiche. Und stirbt die Eiche, sterben sie. Deshalb lebt die Eiche noch. Und deshalb können wir sie auch noch nicht einfach so befreien. Oh, Pereine, hilf. Die wird uns in der Tat beistehen müssen. Habt ihr schon mit einem Spezialisten gesprochen? Für Dämonen. Wir haben Spezialisten an Bord. Und die sagen, das ist der Werk der Götter? Die untersuchen die Arche seit Monaten schon. Und kommen auch voran mit der Arbeit. Doch das ist nichts, was von heute auf morgen geschehen kann. Es ist ein wenig komplizierter als nun ein einfacher Odem. Wir haben mit dem Wissen, dass wir daraus gewonnen haben, bereits eine weitere Arche umgebracht. Tribon? Nein, eine, nicht drei. Drei? Nein, eine. Ich spreche kein Horati, verdammt. Ich sagte sehr gut. Ihr habt ein sehr volatiles Temperament, wie mir scheint. So ist das nun mal, wenn man sich den ganzen Tag mit Südländern und was auch immer Karino ist, auseinandersetzen muss. Also, ich habe keine Lust, dass wir jetzt gesucht werden von der Perlenmeerflotte. Ich sag, wir ziehen uns in eine der freien Häfen zurück. Entweder Kuntium oder Festum. Er schaut dann ein bisschen zu Chiaras rüber. Auf Alanfa habe ich überhaupt keine Lust. Ich stimme zu. Wenn wir uns jetzt hier festsetzen lassen, ist nichts gewonnen. Wir werden das eines Tages klären. Und zwar ordentlich. Aber in einem Kerker zu verrotten und dann vielleicht um Admiral aus dem Weg geschafft zu werden, damit er die Arche haben kann, ist nicht das, was wir brauchen. Und ist auch nicht das, was das Reich braucht. Und dem stimme ich zu. Und mir ist egal, was ihr nicht wollt. Allerdings will ich nicht weiter in dieser Stadt hier verweilen. Ich möchte auch nicht nochmal hierher zurück. Magister Gorbas, ich vermute, ich kenne ein paar Leute, die euch in Festum von der Praioskirche die Absolution verschaffen. Das ist auch die Praioskirche. Wir haben doch schließlich einen Prediger an Bord. Kann uns allen die Beichte abnehmen. Ich würde jetzt mal irgendwas, was neben mir steht, einfach an die Wand werfen. Keine Ahnung, ein Glas, ein Stift, was auch immer da ist. Erstmal einfach vor Frust an die Wand werfen. Ja, du hörst entrüstetes Husten und ein paar aventurische Boten werden runtergeklappt und du erntest dann den Blick von drei, vier Edelmännern, die dich über den aventurischen Boten ansehen und empört sowas murmeln wie Schuft und Halunke. Eldan, bitte. Ich bin genauso konsterniert wie ihr. Das mag ich fast nicht glauben, wenn ich mir euer momentanes Verhalten ansehe. Ein entrüstetes Pfeifen ausklopfen. Was soll ich denn tun? Das weiß ich ja auch nicht. Der Admiral hat uns keine Befehle zu erteilen. Und er kann uns entsprechend auch nicht wegen Befehlsverweigerung festsetzen lassen. Entsprechend agiert seine Exzellenz, den Geheimen Inquisitionsrat, gegen Praios Recht. Das mag ihm vielleicht noch nicht bewusst sein, aber wir haben nicht die Zeit, ihm dies vor Augen zu führen. Also ich bin dafür, wenn wir so eine tolle Eulenpost haben, dass wir einfach mal Ema einen Brief schicken und fragen, wie die das sieht. Das werde ich tun. Na, Emma? Ist das dein Ernst? Emma, ah. Natürlich, wenn der Reichsgroßadmiral nicht hören will, müssen wir eben die Reichsbehüterin petitieren.
würde mich am liebsten an den Boden des Lichts wenden. Ihr wüsste eine Lösung. Ja, dann schicken wir der Königin und der, dem Boden des Lichts ein und dann können wir auch noch nach Al-Anfa einen Brief an den, nach Punin, an den Raben einen Brief schicken und boah, wenn wir gerade dabei sind, haben wir noch einen anderen Kaiser, ja, Galotta, den Dämonenkaiser, schicken wir dem auch nochmal einen Brief. Habt ihr eigentlich einen Schuss nicht gehört? Habt ihr einen besseren Vorschlag? Wir können doch nicht einfach Briefe an irgendwelche Hoheiten schicken. Warum nicht? Wie, warum nicht? Das geht nicht. Befehlskette einhalten. Unsere Befehlskette ist Nemrod. Wir fragen. Von dem haben wir nur leider schon länger nichts mehr gehört. Jetzt wendet sich einmal der Markgraf wieder an euch. Ich werde mit Ema sprechen. Ich sitze ja aktuell wieder in Gareth, nachdem ich Wahrung verloren habe. Wenn ich werde mit Ema sprechen und mir ihr die Situation erklären. Und wenn ihr mir Piranjano und Xyleste zurückgeben könnt, wie gesagt, er wühlt so ein bisschen in seinem, er hat so nicht einen Rucksack, aber in seinem Gewand herum und deutet dann auf die Umhängetasche von Abelmir, den Steckbrief. Ah, ui. Ich reiche ihm Zettel. Genau. Der ist dir natürlich bekannt, den hatte er mehrfach überall herumgezeigt, auch in Gareth schon. Und darauf dann die dementsprechende Belohnung, die er jedem Ritter bzw. Edelmann verspricht, wenn man ihm seine Töchter wiederbringt. Die hatte Yalan ja auch schon damals, ich glaube, in Valusa gehört, ne? Markgraf Trondvik von Warung, der seit dem Einfall der Schwarzen Horden in der neuen Residenz zu Gareth wohnt, bietet jedem, in Klammern Ritter, der seine Tochter Piranjane Bregelsaum von Warung zurückbringt, 500 Dukaten, ein Ross aus dem kaiserlichen Gestüt zu Gareth, eine Geschlechtrüstung vom Meister Schmied Thorn Eisinger und eine Baronie seiner Markgrafschaft zum Lehen. In Klammern, wenn sie irgendwann wieder zurückerobert. Klammer zu. Nun, so oder so, es ist natürlich unsere göttergefällige Pflicht, eure Tochter von dieser Arche zu befreien. Wenn wir es denn sicher können. Töchter, verzeiht. Also, macht euch keine Sorgen um den Reichsgroßadmiral und ich werde mich darum kümmern, dass Emo euch vergibt. Und die drei Schwestern, ich werde ihnen. Wir müssen unsere Töchter retten. Dann ist es also beschlossen. Wir fliehen. Und damit gehe ich in eine Pause. Ja, ihr sitzt immer noch in dem Herrenzimmer des Hotel Kaiser Reto. Und die nächsten paar Pfeifchen werden von den hohen Herren neben euch gerade angezündet. Wohliger, warmer Geruch breitet sich aus und die Gespräche von euch werden höflich überhört. Beziehungsweise sie sitzen entfernt, sodass sie die Gespräche nicht mithören können. Wie geht es weiter? Dann schlage ich vor, wir nehmen unsere 7 Sachen und fliehen aus der Stadt. Wir werden draußen einen Tag lang warten, bis eure Hauptmänner, eure Oberleutnante die Anwerbung abgeschlossen haben und sie werden uns anschließend draußen finden. Könnt ihr ihnen keine Nachricht hinterlassen? Natürlich ist das der Plan. Wir werden wohl kaum ohne Worte aufbrechen. Dann treffen wir uns vielleicht auf eurem Schiff. Auf eurer Arche. Gesagt, wir haben noch Leute in der Stadt, die ihre Besorgungen erledigen müssen. Wenn ihr wollt, warte ich vor der Stadt auf meine Männer. Das sind immerhin meine. Dann könnt ihr bereits mit dem Markgrafen und dem Borasia vorgehen. Ich krieg das schon mit. Ihr dürft die Arche nur nicht eben, umstellen. Komme ich mit den Leuten wieder. Na gut, dann passt auf euch auf, Oberst. Das werde ich machen. Sollten wir die Position wechseln müssen, werde ich eine Nachricht erreichen. Aha. Passt mit dem Alan Fana auf, er sieht ziemlich weiß im Gesicht aus. Den wickeln wir schon gut ein. Ich gebe ihm ein freudloses Lächeln.
Also gut, dann müssen wir aus der Stadt raus und dann trennen wir uns dort vor Ort. Gut, euer Signorino halt. Sie? Ihr könnt mir doch sicherlich den Gefallen tun, für den guten Kiaras hier etwas Winterkleidung aufzutreiben. Ich denke, das lässt sich machen. Ich besorge vielleicht auch eine Kutsche, für den er wird dir einen Markgrafen. Und euer, wie geht's eurem meridianischen Freund? Ist er krank? Ich glaube, er verträgt die Kälte nicht so sehr. Vielleicht sollte er mitkommen in der Kutsche. Carino, wird euch das gefallen? Ich gebe dir so einen halbherzigen Blick. Zuck die Schultern. Und packen wir euch ein, wie bei Mami. Keine Sorge, der wird schon wieder. Ach, Südländer. Dann wäre das beschlossen. Ich dürfte wahrscheinlich auch so einige Dellen von Steinen am Kopf haben. Wo vor der Stadt wollen wir uns treffen? Weil ich habe keine Ahnung, wo euer Schiff ist. Aus der Stadt raus gibt es eine Straße nach Norden, an Dergelmund vorbei. Wir werden dort in der Nähe lagern. Ui. Sagen wir morgen zur Zerstunde? Das lässt sich machen. Wunderbar. Dann ist die Zerstunde. Achte. Danke. So dann, Monsieur, euer Erlaucht, ich besorge alles. Und verbeuge mich und gehe raus. Ich nicke, ich denke, wir sollten dann aufbrechen. Ja. Ja, das sollten wir. Dann schreiben wir heute den 14. Fax, wenn ich das richtig habe. Sekunde, nein, den 13. Zwei Tage Reise. Vom 11. aus 2 Tage, 13. Fax. Genau, und dann einen Tag später, morgen früh, sagt er. Okay, ja. Wenn wir schon morgen früh haben, dann ist es der. Ach, dürfen wir uns ausruhen? Ja, aber Hartsteen ist kein, da ihr nicht im Hotel Kaiserito übernachtet, sondern im Hart... Nee, Moment, Hartsteener... Ja, wo, weiß ich nicht, wir übernachten draußen. Hä, ja, wir gehen schon los. Außerhalb der Stadt. Lässt sich in Dergelmund eine Gaststätte auftreiben. In Dergelmund? Ja, eine Gaststätte werdet ihr finden. Gut, dann nisten wir uns da eben relativ günstig ein. Ja, günstig, das heißt, ihr dürft regenerieren mit 1W6, ganz normal. Keine erhöhte Qualität. Ist das der Moment, um zu erwähnen, dass ich kein Geld dabei habe? Deswegen haben wir uns sicherlich vorher vom Markgrafen ein oder zwei Dukätchen geliehen. Ah, wie gut, dass das vorher gesagt wurde, weil euer persönliches Habe wurde ja, wie gesagt, ich nehme das einfach mal an, ich rechne keine Finderburg entfernt. Ja, ich rechne keine Kleinstbeträge von wegen Ella für Unterkünfte durch. Hast du schlechte Regeneration, Keras? Nö. Okay, weil du nur eine 1 gewürfelt hast und achso, Modifikator, okay. Dann werdet ihr höchstwahrscheinlich in der Scheune schlafen.